Es ist einfach gut, auch mit ein paar Leuten darüber zu reden, wie geht es weiter? Was wisst ihr, wie die nächste Generation der Kameras aussieht? Was wisst ihr in Post-Production, wie wir in Zukunft vielleicht jeden Film sofort digitalisieren, ihn dann lichtbestimmen und dann zurück auf Film? Das wird ja auch immer günstiger und billiger. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die enorm ist, die toll ist. Ja, also einmal würde ich sagen, rumfuschen zählt nicht bei mir. Die pushen nicht. Also die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die pushen nicht an den Film. Im Gegenteil, die kommen immer und sagen, wir möchten, dass sie sich jetzt also angucken, was wir hier gemacht haben und ob die Lichtanschlüsse stimmen, ob unser Licht, was wir jetzt sozusagen bei dem, was wir im Computer erzeugen, ob das richtig ist, ob die Sonne in der richtigen Richtung steht, all sowas. Die wollen auch sozusagen meinen Einfluss da dazu haben. Und die pfuschen nicht drin rum, im Gegenteil, die machen ja das, was die Geschichte, was das Drehbuch verlangt und was der Regisseur haben will. Und das sind hervorragende Leute. Ich meine, wenn man sich so jemand wie Dennis Mirren, der also 5 Oscars hat, was der für tolle Sachen gemacht hat. Der hat ja Bildwelten erfunden, die vorher gar nicht möglich waren. Ich habe große Hochachtung vor diesen Leuten. Ich freue mich, einige von denen, also Dennis Mirren habe ich noch nicht persönlich getroffen. Ich war zwar mal auf dem Set von seinem Film The Hulk, aber habe ihn noch nicht getroffen. Ich freue mich, ihn zu sehen und ihm meine Hochachtung auszudrücken. Was ja wegfällt bei der digitalen Technik, ist das Malteserkreuz. Es gibt ja nicht mehr diese Schwarzphase. Und es gibt darüber, glaube ich, jetzt schon Untersuchungen, dass Leute sagen, Moment mal, was hat eigentlich diese Schwarzphase mit dem Gehirn von uns gemacht? Das ist ja eine 50-Sekunde Pause in einer Betrachtung des Bildes. Und vielleicht war diese Pause für das Gehirn eine 50-Sekunde Entspannung. Das sind interessante Untersuchungen. Es ist ja so, dass das ist ein konstantes Bild, das digitale Bild. Da ist ja keine Schwarzphase. Ich weiß nicht, man wird das sicher noch etwas intensiver untersuchen, was es bedeutet. Aber trotzdem, es führt kein Weg dran vorbei, dass die Richtung klar ist, dass es in diese Richtung geht. Ich bin da sehr offen. Für mich ist die Kamera, ich bin kein sehr technisch orientierter Mensch. Ich fühle mich sehr viel mehr als Künstler, als Bildermacher. Und mit welchem Instrument ich die Bilder mache, ist mir im Grunde egal. Solange das Instrument, das nächste, folgende, so gut ist wie eine Filmkamera, bin ich damit einverstanden. Und wenn es besser ist, dann nehme ich das also freudig auf und sage, ja, wunderbar, damit kann ich mehr machen, als ich mit Film machen kann. Und da bin ich völlig offen und habe da überhaupt keine Berührungsängste. Im Gegenteil eigentlich. Deshalb arbeite ich ja mit meinen Studenten ständig daran auch. Ja, das ist es natürlich schon. Weil normalerweise bei einem Film, der das nicht hat, der nicht so viel CGI hat, bin ich halt für jedes Bild verantwortlich. Und ich beleuchte das, ich kadriere es und ich bewege die Kamera. Und das ist natürlich, ich habe da sehr viel mehr Einfluss. Bei Filmen, die eben sehr stark mit CGI zu tun haben, ist das eben anders. Da wird eben viel hinterher im Computer gemacht und man weiß auch gar nicht, wie das aussieht. Man hat zwar das Storyboard und weiß ungefähr, wie das Bild aussehen soll, wo man so einen Teil davon dreht. Aber trotzdem ist es natürlich dann nicht das Bild, was ich gemacht habe. Ja, sie erweitert sich natürlich gewaltig, weil man eben plötzlich Sachen machen kann, die vorher nicht vorstellbar waren. Man kann Hintergründe kombinieren mit Vordergründen, die fantastisch sind und die man vorher nicht machen konnte. Also es erweitert es sehr stark. Meine Bemühung ist immer die, dass man bei der Geschichte bleibt, dass die Geschichte erweitert wird dadurch und nicht, dass die Technik sozusagen überhand nimmt, dass die Technik nicht den Film dominiert. Da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig oder sagen wir, Moment, ist das jetzt notwendig? Muss das jetzt so technisch sein? Oder kann man das nicht auch normal an der althergebrachten Technik machen?
Ja, es kommt natürlich aus meiner Tradition, dass ich diesen Job schon ziemlich lange mache und ziemlich viele Filme gedreht habe. Und natürlich diese alte Technik auch mag, weil sie hat natürlich auch große, große Vorteile. Aber also erstens mal ist es mir völlig klar, dass die Zukunft in der digitalen Technik liegt. Das ist gar keine Frage. In 5, 6, 7 Jahren werden wir nicht mehr auf Film drehen oder wenig auf Film drehen. Dann wird alles digital sein. Und da muss ich sagen, die Technik dann, wenn sie mal so gut ist wie Film, hat große Vorteile gegenüber dem Film, weil man viel mehr Möglichkeiten der Manipulation hat mit den Bildern. Bei Filmen kann man ja nicht viel machen. Da kann man, was ich, im Spektrum ein bisschen rum hin und her schieben und mit der Helligkeit. Aber was man alles später machen kann oder selbst beim Drehen machen kann, wenn man mal digital aufnimmt, ist natürlich viel mehr.